Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Send. Und ihr erwischt mich hier beim morgendlichen Trinken. Ja, ja, hier wird morgens schon getrunken. Das ist so eine Kanapa-Pflanze, oder? Und dafür haben wir jetzt den Samen mitgenommen. Ich dachte, dass wir. Also ging es denen die ganze Zeit um das Cannabis, was sie da rumgeschleppt haben. Aha. Das war diese wichtige Pflanze. Ist ja ein ganz großes Kino. Okay. Ja, ist halt so alles so eine Sache der Prioritäten, würde ich sagen. Ja? Wir haben zu viel Eisen. Moment hier. So. So, tun wir die mal hier hin. Ja, hier, ich vermute, wir kriegen noch ein Artefakt bei den. Hinter der großen Tür. Das ist so meine große Vermutung. So. Da hinten geht ein Kamel, aber das ist nicht Lucky. Ja, Lucky. Die Umsiedlung hat was gebracht. Da ist nichts nachgewachsen. Was sag ich mit meinen Bananen, aber die dürften noch nicht so weit sein. Da dürfte nichts nachgekommen sein. Doch, tatsächlich. Das ist ja unglaublich. Die Bananen sind so toll. Hier gibt es demnächst auch Bananen. Bananen haben ganz schön Kalorien, ne? Mhm. Das habe ich. Ein Häufchen. Nicht drauflegen. Ich glaube, Lucky hat von dem Schlag auf den Fuß einen seelischen Schaden davon getragen. Er legt sich. Das ist häufig. Ich kann es sehen, aber nicht nehmen. Seelischen Schaden hat er davon getragen, weil er legt sich auf sein Kothäufchen. Vielleicht versucht er da was auszubrüten. Da ist das, aber Eier sehe ich. Es gibt Eier. Nun nimm mal die. Ich könnte mal nach da oben hingehen. Mal gucken, ob da. Fall ist das Yucca hier gewachsen. Der, die das Yucca. Wobei, ist Yucca nicht eigentlich eine Pflanze, die aus dem Dschungel stammt? Nicht aus der Wüste? Hier haben wir die fertigen Eier. Da kann ich auch mal zu dem
nicht verdammt. Ja, tue ich die mal hier dazu. Ja. Noch irgendwelche Pilze. Ich weiß es nicht. Also das hier könnte man mal in die Expeditionskiste tun. So, und wo wir schon mal hier sind. Ich brauche noch so einen Weg. Ja, ja, es war jetzt, ich weiß. Ich habe schon noch 10 Bananen. Das ist eine Kanapa-Pflanze, ja. Super. Die kann ich jetzt rausreißen. Ich kriege, glaube ich, nie wieder Samen für die. Oder da eben die grünen, ja, das Grünste ernten. Aufgenommen. Datteln. Tja, wir können ein bisschen mit Bananen um uns werfen hier. Ja, komm, hier. Das Ding ist runtergegangen und keiner ist tot. Ihr irritiert mich jetzt. Würmchen? Hallo? Würmchen? So. Na, da komm. Hallo. Die müssen jetzt, glaube ich, auch ums Haus drumherum, oder? Der kommt aus dem Wasser. So, 3. So, 4. Der Hersteller sich das so gedacht hat mit der Würmerfalle. Giftsack, ja, der wird liegen bleiben, der Giftsack. Ob der Hersteller das so gedacht hat? Hm. Hier waren die, ne? Hier immer noch so ein Becken und wer weiß, vielleicht brauchen wir es noch. Ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen. Hier ist noch eine Steinablagerung und ein Skorpion. St
Steinablagerung. So. Noch so ein Giftsack. Kann aber Pflanzen wachsen nach. Die heilige Pflanze der Ureinwohner. An diese Cannabis, dieses Cannabis-Zeug. Super. Ich glaube es nicht. Was tun? Erstmal weglegen. Und dann Kokosnuss ernten. Auch weglegen. Die können wir auch mal kochen. Was brauche ich für so einen Ofen? Mal Tonerz. Bin ich das gerade am Verfeuern, das Tonerz? So. Ach, das noch. Die Juckerpflanze. Die wachsen ja doch recht schnell. Stopp. Nicht drauflegen. Stöckchen haben wir genug, die kann ich dann verfeuern. Ich speichere mal gerade. Den üblen Alien-Angriff überlebt hat. Und hier stopfe ich das mal an. So. Ja, und dann könnten wir vielleicht ein bisschen am Haus weitermachen. Ich werde jetzt tatsächlich so, ich könnte so diesen Ofen herstellen. Da, der interessiert mich nämlich auch mal. So, und dann fangen wir mal von oben an abzureißen. Ich brauche ja gar keinen Hammer. Das geht ja mit Y. Oder? So. Y da. So, dann machen wir mal dieses Fundament hier weg. Dann gucken wir mal, dass wir da so eine runde Ecke hinmachen. Das finde ich nämlich irgendwie schicker. Ich brauche aber ein halbrundes Fundament dafür. Ne? Verziert. Fundament dem. Wo war denn die? Geschwungenes Fundament. Aha.
Ach, da war dann das Problem, ne? Wie habe ich das nochmal in den Griff bekommen, das Problem? Habe ich es überhaupt in den Griff bekommen? Das ist so ein bisschen semi. Dann machen wir darauf mal eine halbrunde Wand. Halbrund, halbrund gibt es nur mit Schnörkel. Kann ich dann die andere Wand vielleicht auch ersetzen? Ah, das sieht doch direkt viel besser aus, oder? Jetzt mit Schnörkel bauen, damit das alles zueinander passt. Oder sollen wir so eine Wand dahin machen? Ah, nee, die hat nichts Anheimelndes. So. Decke. Habe ich irgendwo eine halbrunde Decke? Dach, Lehm. Passt sich das an? Das sieht doch halbrund aus. Wieso macht er das nicht? Ich brauche dafür Holz, ja? Lehmziegel. So, und? Ah, haben wir auch eine geschwungene Decke oder ist das nur eine Illusion? Ich denke, wir haben noch alle geschwungenen Elemente. Dachholz. Dachlehm. Dachlehm. Ah, geschwungenes Dach. So, sehr schön. Dann machen wir hier nochmal noch eine geschwungene Wand hin. Zack. Gucken wir uns das mal von außen an. Das sieht doch gleich ganz anders aus, ne? Ich glaube, die Decke ist damit zusammengebrochen. So. Die Decke ist zusammengebrochen. Aha, also Rumbastler im Haus, auch mit Vorsicht. Fundamentdach, Lehm, Dachlehm, Dach. Mit so einem großen Fenster fände ich das ja schon ganz nice, ne? Aber das passt nicht so richtig. Oder? Und hier wird es passen. Also, machen wir hier mal weiter. Y. Wieso?
Zu weit weg. So, jetzt hier das Fundament hier drechseln. Geschwungen. Dann eine geschwungene Wand dazu. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Dass da noch Fenster sind. Gut, zum Rausgucken ist schön, aber irgendwie... Nee. Machen wir da mal eine richtige Wand hin. So eine. Ach ja. Ja, das hat doch was. Schon Spaß, das Bauen, wie in so jedem Spiel, was ein vernünftiges Bausystem hat, da kann man mich ja Stunden, Tage, Monate mit beschäftigen. Geschwungenes Dach. Lebensziegel. Ich meine, ich habe ja so viel abgerissen. Im Prinzip steht ja nichts Neues da. Also der Verlust scheint hier beim Abreißen ja exorbitant zu sein. Tja. Das dauert dann halt noch ein bisschen. So. Also ich finde das viel schöner als dieser eckige Kasten, ne? Hier die Ecke auch noch weg, dann ja, das hat doch was mit der Ornamentik. Jo, oh. Haben wir unseren kleinen Palast hier. Ja, es ist irgendwie nicht größer geworden. Wir haben einfach nur die Ziegel verheizt. So. Wir haben nämlich überhaupt keine mehr. Was geht sonst noch? Trinken geht immer. Ist so eine Hanfpflanze. Ach, das Fernrohr wollte ich schon weglegen, ey. Das schleppe ich dann jahrelang mit mir rum. Jahrzehnte. Fernrohr. So, und damit wäre diese Kiste offiziell voll. Oder fast voll. Mooskämmel? Habe ich ja noch die Pilze. Pilze mitnehmen. Wo ich die auch immer hin tun mag. Ich weiß es nicht. Ach, ich habe noch den Ofen hier. Die wollte ich wegtun. Wo tue ich denn jetzt diese Dreckspilze hin? Ich glaube, ich brauche noch eine Kiste. Also, der Ofen.
den wollte ich, der da steht, hier eine runde Wand hinmachen. Und ich glaube, ich hatte eine Beschreibung gelesen, der braucht eine gerade Wand, um dran zu stehen. Braucht er nicht, der kann auch mitten im Raum stehen. Aha. Dann kommen wir das in die Kiste. Kokospalme. Ist mir gleich, ich brauche Holz. Komm nicht hoch, ne? Also die. Ja, und eigentlich, ja, wir müssen. Ja, wir müssen morgen los, ne? Wir müssen morgen los um. Oder sollen wir noch einen Tag verklickern hier in der Oase? Ne, eigentlich nicht, wegen der Würmer geht das schon gar nicht. Was machen wir damit? Ja, stell mal das Zeug hier her. Kann man nicht, da kann man nicht mehr als 5 von stacken, ne? Pilze reinpacken. Ah, hier haben wir schon mal diese Sorte Pilze, okay. Packen wir die da rein. Die teile ich mal. Was noch so ein Wickel? Ich habe hier noch so ein Gegengift. So. Ein Häufchen. So, da. Ja, ist gut. Und da. Camel hat den Bohrer. Und noch ein paar Bananen. Wobei die Bananen, da brauche ich nicht wirklich noch Bananen. Das Schöne an Bananen ist natürlich auch, diese total einfach zu ernten. Ne? Da muss ich nirgendwo hochklettern und die sind super Bananen. Ich liebe Bananen. Häufchen noch weglegen. Ja, Häufchen ist weg. Und. Ich wollte noch eine Kiste herstellen.
finde es schön, ist so ausgewachsen. Ich glaube, die brauche ich dann nicht mehr zu füllen. Ich finde es schön, wenn die da morgen auch noch trägt. Gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. War eine kleine Baufolge. Wo soll ich jetzt die Kiste hinstellen? Hier hätten wir noch ein bisschen Platz, ne, für eine Kiste. Und, was ist das? Ein Stöckchen. Kommt hier rein. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.